Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Train Sim World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier wieder auf der Strecke Nahverkehr Dresden und fahren heute das zweite Szenario von dieser. Das heißt hin und zurück. Fahren Sie mit der S1 in der Hauptverkehrsteil von Dresden nach Meißen, während Sie mit verstopften Gleisen kämpfen. Das Ganze mit der 7662 und der Baureihe 143. Das Ganze soll 80 Minuten lang dauern, wahrscheinlich deutlich länger. 3 von 5 Schwierigkeiten, also sind eigentlich alles bis auf das erste. Und da hatten wir ja schon Probleme, was das Zeitliche betrifft. Doch schon happige Szenarien, was die Schwierigkeit betrifft. Und 9.400 Punkte benötige ich für die Goldmedaille. Das Ganze am 23.09.2021. Wir starten in Dresden. I guess. Und fahren dann nach Meißen und drehen dann wieder. 9.400 Punkte für die Goldmedaille. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Guten Morgen. Sie haben heute den Auftrag, diese Linie S1 nach Meißen zu fahren. Die Strecke nach Meißen ist derzeit gesperrt, sodass diese Fahrt in Coswig endet. Dann wollen wir natürlich erstmal hier alles aufrüsten auf Vor. Hallo? Fuck, auf Vorwärts. Bremsschlüssel ein. Dann, ich habe das Gefühl, ich sollte gleich nochmal den Rechner einfach nochmal neu starten. Just in case. Spitzensignale auf reduziert. Dann von hier hinten springen wir mal an. Hier unten, ne? PZB. Na, na, na. Gucken wir noch an Siefer. So, jetzt aber. Türen entriegeln. Links. Lass mal die Passagiere einsteigen. So, ich hab mal das Ganze jetzt bereits schon gemacht. Und ich habe den PC jetzt schon mal neu hochgefahren und ich merke, es war eine, oh Gott, gute Entscheidung und dann doch wieder nicht mehr oder weniger. So, wunderbar. Dann erhöhen wir mal die Leistung und fahren zur Dresdner Freiberger Straße. Da sollen wir um 8:03 Uhr sein. Jetzt habe ich natürlich, weil ich jetzt den PC wieder kurz neu gestartet habe. Und so weiter und so fort, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, was jetzt nochmal die Punktzahl war, die wir brauchen. Ich habe 9.800, kann das sein? Irgendwie sowas von dem Dreh. Aber ich weiß auf alle Fälle jetzt schon, dass ich auf alle Fälle zu spät da sein werde. Oha, es nebelt. Geht gut los. Ich bin doch eigentlich nur gerade am Reinladen gewesen, Mensch. Ich war noch gar nicht mal wirklich richtig drin. Hat dann schon wieder am Rumpel ein bisschen rumgeleckt, was mich dann wieder abgefuckt hat, aber gut. Ja, Verspätungstabelle sagt 16 Minuten, hier kommen wir. Ich weiß ja nicht, ne? Also ich war, ich, ja. Lass nicht drüber reden. Hätte ich mal doch lieber mit, hätte ich mal doch lieber mit Dings angefangen. Mit. Es ist auch kein eine gute Zeitpunkt, jetzt hier Transfer World 2 aufzunehmen. Wenn das hier schon wieder so richtig rumbackt mit den scheiß Einbrüchen hier. Oder liegt das einfach an Dresden, dass da einfach das. Egal, was für Naserechner du hast, der Scheiß einfach nur nicht funktioniert.
ich weiß, ich habe die falsche Taste gedrückt, ich habe wieder Ende gedrückt und ich bild runter. Ich bin halt absolut 0,0 in dem deutschen Betriebssystem drin, ne? Also ich bin einfach nur noch bei, ja. Also eigentlich keine gute Idee, mit Betriebssystem zu fahren, aber egal. Ich sag mal so, die Goldmedaille bekomme ich nicht mehr. Das heißt, wir werden irgendwann mal in einem Stream, wo ich dann nur auf die, also eigentlich brauche ich gar nicht aufnehmen hier. Die CPU bricht ständig ein. Ständig von 40% runter auf 0. Gerade zwar nicht, weil ich es jetzt gerade erwähne, aber wahrscheinlich, wenn ich gleich wieder losfahre, geht das dann wieder ab. Schön mit dem Güterzug. Mensch, wir haben ja auch Stau und so weiter. Also wir haben schon Stau und jetzt verursache ich noch viel mehr Stau. Ich geh mal mit den Griffeln von der Endtaste runter. Kann ich auch nicht die falsche Taste drücken. Machen wir mal jetzt hier mit 33 rein, ey. Das ist einfach nur traurig. Einfach nur traurig, wie ich hier fahre. Nicht drüber reden, über den Verbremser. Egal wie langsam. Wenn ich langsam fahre, dann verbremse ich mich noch schlechter, habe ich das Gefühl. Also es geht erstmal Richtung Meißen, ne? Oh, was ist Richtung Coswig? So, Fahrgasttüren schließen. Dann wollen wir mal, vielleicht kommen wir jetzt sogar mal ein bisschen voran. Ich wage sehr stark zu bezweifeln. Wir sind immer noch im Wechselblinken. Okay. Jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können sogar beschleunigen auf 80, wobei das halt total sinnfrei ist, weil wir jetzt gleich direkt wieder in Dresden Mitte halten. Weg von der Endetaste. Gott, oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss immer noch herausfinden, wieso der Bremspunkt ist. Hallo, warum werden wir schneller, wenn ich bremse? Was ist denn das? Das geht doch nicht mal bergab. Oh Gott. Na okay, im Nachhinein hat er da sogar noch gut reingebremst. Das war jetzt vielleicht auch nicht die angenehmste Bremsung, aber shit happens. Aber geht schnell. Mit Fahrgasttüren entriegeln und wieder und so weiter und so fort. Bremsen lösen, hätte ich schon vorher machen können. Nächster Halt ist dann Dresden-Neustadt. Vor einer Minute. Ja gut. Also wie gesagt, die Verspätungstabelle, die füttere ich sehr, sehr, sehr gut mit der ganzen Verspätung. Ich merke schon, also vom Gefühl her dauert es deutlich länger, bis wir hier mit dem Dostos dann endlich mal hier Geschwindigkeit anfangen aufzubauen, also vom Stillstand.
vom Gefühl her war das früher nicht so. Aber auch nur vom Gefühl her. Nach Dresden, Deutsche. Oh Gott, so schnell. Nach Dresden-Neustadt geht's dann. Oh, ich muss hart reinbremsen. Nach Dresden-Neustadt geht's dann sowieso nur noch mit. Ich bin ja mittlerweile sehr stark am Überlegen, gar nicht mehr mit PZP zu fahren. Also irgendwie bin ich hart verwirrt. Also ich bin massivst hart verwirrt. Ich muss das ja scheinbar so krass verlernt zu haben, dass ich einfach nichts geschissen bekomme. Dass ich froh sein kann, dass ich weiß, wie man sich aus der Sifa befreit. Ja. Aber dadurch geht dann halt wiederum. Ja gut. Ich würde jetzt sagen, der Reiz verloren, aber dadurch geht dann halt wieder genau das verloren, was ich eigentlich machen wollte. Oder gemacht habe früher auch. Dass ich alles dann nach dem Tutorial mit zum Sicherheitssystem fahre, aber okay. Ja, also ich würde mal sagen, freut euch auf. Ja. Auf jede Menge deutsche Livestreams, weil ich einfach die scheiß Goldmedaille nicht habe, weil ich einfach zu inkompetent scheinbar bin, mich aus der mit PCB zu fahren. Ich habe hier einfach keinen Platz. Warum habe ich keinen Platz? Weil der Tisch einfach beschissen ist. Also ich würde das schon fast behaupten, nicht. Lavan schaut sich das Video ja auch an. Ich würde ja fast behaupten, dass wir mal ungefähr auf demselben Level waren, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Lavan, was Fahren mit deutschen Sicherheitssystemen, ja, dass er einfach Lichtjahre voraus ist, weil ich halt einfach, ja, ich kann mit. Also ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass ich nicht mal mit LZB fahren kann. Sondern noch mit Sifa. Warum auch immer. Ich hab keinen Plan. I don't fucking get it. Also halt so wirklich nicht. Weil so von dem, was. Also ich würde behaupten, ich fahre vom Prinzip her. Gut, vielleicht was die. Also dass ich größtenteils so fahre wie sonst auch. Puh. Also also okay, ich merke auch. Scheinbar, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt bei den anderen Dingern da halt gefühlt schneller ging mit der Dingsbums zu fahren, dass es halt jetzt realistischer ist, dass es halt länger braucht, bis wir dann anfangen zu bremsen und halt auch zu beschleunigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in vielleicht in früheren Strecken
auch in Trains in the World, im Vorgänger dieses Teils, dass es da vielleicht nicht ganz so geplant war. Sondern dass es jetzt eher so geplant ist wie gestern, dass man halt einen Delay hat, wenn man Leistung gibt oder die Bremse betätigt. Aber noch bin ich pünktlich, ne, mit nur 5 Minuten Verspätung. Also man muss echt sehr, sehr, sehr vorausschauend bremsen. Ja, schon heftig. Sehr, sehr ungewohnt. Nächstes Halt ist dann Dresden-Pietschen. 2 Kilometer fahren wir jetzt mal immerhin. Ach nee, ich mir doch in Schweinsimmel 2 war das nicht ganz so stark vom Delay. Oder zumindest nicht so, was ich mich daran erinnern könnte. Weil auf der Hauptstrecke München-Augsburg, glaube ich, gab es ja auch Regionalverkehr. I don't know. Ich weiß es einfach nicht. 9500 oder 9800 Punkte könnte was werden oder auch nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß noch, ich muss wieder anfangen zu bremsen, weil der Delay so crazy ist. Also ich bremse auf jeden Fall härter rein als früher mit dem Dostos. Ich weiß, dass ich sonst immer mit der Zugbremse 1B reingebremst bin und dann so, was weiß ich, 400 Meter vorm Bahnsteig dann nochmal gegebenenfalls das angepasst habe. Einfach nur ultra weird. So ganz komisch zu fahren jetzt so für mich. Dann wollen wir mal weiter jetzt nach Dresden-Trachau. Also ich würde schon was behaupten. Ich hatte jetzt 2 Zwangsen, da kommen garantiert noch ein paar dazu. Noch ein paar zu viele, um genau zu sein. Wir haben jetzt ein rotes Signal. Wir sind noch erst bei 20 Minuten. Wir sind gerade mal bei... Oh Gott. Wir sind gerade mal bei gefühlt... Ich kann gerade nicht rechnen, weil ich aufpassen muss wegen Bremsen. 1/4.
So. Hä? Ich bin verwirrt. So, der 1000-Hertz-Magnet, der ist ja jetzt sehr spät aufgetaucht. Gilt jetzt das Überfahren des Magneten? Muss ja vom Dostos ausgehen, aber vom Gefühl her war das ja jetzt eher von der BR143. Interessante. Ja gut. Wenn man so langsam fährt, da kann man sich auch schon fast nicht mehr verbremsen. Fast, wie gesagt, nur fast. Ich bekomme das auch hin. Stark beschleunigen müssen wir jetzt, glaube ich, nicht. Denn wir haben noch das rote Signal. Auf was wir momentan noch zurollen. Abgesehen davon sind wir noch im Wechselblinken. Okay, Signal ist zumindest schon mal umgesprungen, das heißt, ich kann ja zumindest schon mal auf um die 40 beschleunigen. Wie gesagt, aufgrund des Wechselblinkens. Ich weiß, ich könnte mich jetzt prinzipiell befreien, aber wir kommen ja eh gleich nochmal zum nächsten gelben Signal. Wir kommen dann ja eh wieder in die V-Überwachung rein, in die nächste. Ach, scheiß drauf. Yay. Noch eine Zwangse. Ich würde echt behaupten, also irgendwie, irgendwas läuft ja komplett anders als sonst. Ich begreif's nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Aber zumindest so von meinem Wissensstand her, ne? Kann natürlich sein, dass da jede Menge dran geschliffen wurde und das ist halt zu 50% nicht mal so funktioniert wie damals oder nicht mehr. Es ist halt gravierende Unterschiede gibt zu von vor einem Jahr.
Weil ich habe das Gefühl, so von meinen Fähigkeiten her, wie ich sie noch vom Muscle Memory habe und so, brauche ich nicht mit PCB fahren, weil das bringt nichts. Obwohl ich es ja prinzipiell mehr oder minder ja schon mal konnte. So, ne, das ist ja. Das ist ja das Ding, was mich am meisten daran wurmt. Drei Zwangsen haben wir noch. Wir sind noch nicht bei. Wir fahren nach Meißen, ne? Und dann drehen wir wieder, oder wie war das? Bis Coswig und in Coswig drehen wir dann wieder. Okay, das heißt, ich würde sagen, ich bin jetzt bei drei Zwangsen. Wir kommen noch auf 10. Ja, 10 passt, würde ich sagen. Oh Gott. Bisschen stark reingeremst zu Beginn, würde ich sagen. Hätte ich dann lieber nochmal im Nachhinein anpassen können. Oder wie ich hier jetzt wieder stark reinbremsen muss. Das ist natürlich auch super. Ah, ich muss ja schon sagen, ist halt echt zum Teil schon echt peinlich, das Ganze hier zu veröffentlichen. Aber okay, also ja. Einen Vorteil hat's, die Goldmedaille haben wir auf alle Fälle drin. Rückwärts dann fahren wir auch nochmal. Halten wir auch nochmal wieder in jedem Bahn. Steig. Hat ja schon wenig was vom. Ah ne, Moment, wir sind ja in der S1. Never mind. Da war ja was. Wir sind ja die S1. Ich wollte schon ganz sagen, hat ein bisschen wenig was vom RE, aber wir sind ja prinzipiell auch gar kein RE. Wir sind ja in der S1. Nur halt mit Dostos. Auch interessant, wie wir jetzt schön durch den Nebel fahren. Haben wir zu Beginn Nebel? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ja dann nochmal gespeichert und nochmal reingeladen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt vorher Nebel hatten oder nicht. Oh Gott. Runter auf Zugbremse Nummer Runde 3. Wir sind dann scheinbar auch bald bei Coswig.
Mal ein bisschen mehr reinbremsen. Bei der Bahnsteig ist auch ein bisschen länger, ne? Solange ich sogar nochmal die Bremsen lösen kann, so ein bisschen. Vergesst vielleicht gleich sogar noch. Ah, oder verändern Richtung. Nevermind. Gut, ergibt ja auch Sinn. Die Richtung, die fahren wir jetzt gleich auch nochmal. Dann sind wir gleich eine Radebeul-Zitsche weg und danach sind wir in Kors weg. Haben wir gerade eben schon mal sehen können. Nach Radebeul-Zitsche weg dürfen wir ja eh noch 60 und danach. Ich weiß gar nicht, wie weit es danach ist, aber danach sind wir ja am Turning Point des Ganzen. So, Leistung wieder rausnehmen, rein in die Bremse. Das sind wir schon mal vor. Ihr habt's gesehen. Ich war wachsam. Gut, ich war noch am Reinbremsen, aber okay. Ich weiß nicht, was für eine Geschwindigkeit ich jetzt drauf hatte, als ich über den 1000 Hertz Magneten gefahren bin, aber ich habe ihn zumindest anerkannt. Ich habe ihn anerkannt, ich habe ihn gegrüßt. Und ich habe mittlerweile auch vergessen, wie viel das jetzt war. Ich habe auf kurz zu zählen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immerhin noch im pünktlichen Bereich. Was ja echt schon ein Wunder ist. Also im pünktlichen Bereich, weil hier, ne? 6 bis 16. Also alles, was über 6 oder 16 Minuten ist, wird ja als Verspätung angesehen bei der Deutschen Bahn. Also noch alles im grünen Bereich, die Zwang sind, da kann ich mir erlauben. Die sind bestimmt auch eingeplant. So, dann jetzt noch die 2 Kilometer Richtung Coswig, die wir allerdings eher nur noch mit 60 fahren dürfen.
Und er meint, wir müssen den noch im Wechsel blinken. Bremsen! Meine Güte. Dass der so ein Delay hat. Ist ja auch schon echt übel. So, na hier, Bild runter, wachsam. Ich bin wachsam. Da haben wir den Magneten. Und... Ich habe das Gefühl, ich brauche nochmal einen Kurs. Quasi nochmal einen geupdateten Kurs. Gott, ist das belastend. Das ist noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Das ist noch nicht mal die Hälfte der Fahrt. Ach ja, da lobe ich mir doch die britischen Sicherheitssysteme. Kann man nichts falsch machen. Gut, das Einzige, was man falsch machen kann, ist, dass man nicht darauf reagiert, aber das war's. Oh Mann. Nochmal ein Gleiswechsel, damit wir auch gleich auf der richtigen Seite sind, wenn wir wieder zurück uns nach Dresden Hauptbahnhof zwangsen. Oder hat hier einfach alles einen super krassen Delay? Dass ich über den Magneten rüberfahren einfach 10 Minuten später erst das acknowledgen muss. 1, 2, 3. Aha! Ein Delay von 3 Sekunden. Probieren wir das mal auf dem Rückweg aus. Drüber zu fahren und dann roundabout 2 oder 3 Sekunden später dann auf das Ding drücken. Eins. Zwei. So. Okay, jetzt. Ich sag's noch nicht. Ich warte, bis ich halte. Bloß nicht jetzt jinxen. Oh Mann. Verspätung von lass dich drüber reden. Ich bin jetzt wirklich im orangenen Bereich oder im gelben Bereich. Aber das Schöne ist, an der Verspätungstabelle, dadurch kann man auch erkennen, ob es halt anhand der Kurven kann man auch erkennen, ob es ein Dings gibt, eine Lernkurve gibt.
Gute Arbeit, während die Fahrgäste aussteigen, schalten sie diesen Führerschein ab und breiten die hintere Einheit für die Rückfahrt vor. Alles klar. Dat aus und dat aus. Ganz wichtig. So, Zugbremse auf volle Leistung. Das Ganze jetzt auf normal. Bremsschlüssel nehme ich mit. Richtungswende auf aus. Wir fahren jetzt nach Dresden Hauptbahnhof. Wunderbar, schon drin. Dann ab rüber. Dann wollen wir mal einsteigen. Muss ich die Tür in die Fresse schlagen? So, Geschwindigkeit ist re. Was? Nein, falsch. Richtungswende auf. Offenbar neutral nicht, sondern vorwärts. Linkes Signal auf weiß. Mittleres ein. Auch auf weiß. Bremsschlüssel. Drehen wir um. Dann verriegeln wir die Türen. Es wurde gemeldet, dass es aufgrund von Brückenarbeiten in der Nähe von Dresden zu Verkehrsbehinderungen gekommen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Signale auf Ihrer Anfahrt nach Dresden Hauptbahnhof genau im Auge behalten. Klar, ich bin doch Profi. Zugbremse lösen. Ja, super. Ich habe ja so viel Zeit. Hab's auch gar nicht eilig. Dann geben wir mal ein bisschen Leistung hier. Ab Richtung Radebeul. Sitze Weg. Wahrscheinlich eh komplett falsch ausgesprochen, aber okay. Das ist wieder ein anderes Thema. Eins, zwei, drei. Scheinbar dürfen wir sogar immer noch 100. Dann beschleunigen wir mal weiter. Also der Prinzip 120. Oh, jetzt wieder hier mit der Baureihe 143 in die Bremskurve erahnen. Selber reinbremsen. Hi, der Witzker. Das ist, glaube ich, eine Bahn aus der Peilung. Na, wobei. Bisschen stark wieder reingebremst, ne? Wobei. Vielleicht bremse ich wahrscheinlich wieder viel zu schlecht. Ist doch ein bisschen besser als ich dachte. Aber gut, jetzt haben wir wirklich das. Der Output kommt da quasi relativ direkt nach dem Input. Wunderbar, Tür sei entweder links. Fahrgasttüren öffnen. Jetzt muss er eben fix einsteigen und dann düsen wir auch gleich wieder los. Schon mal die Bremse lösen. Die haben es ja doch ein Ticken eilig. So, hoch auf 120. Nächste Halt ist dann Radebeul Kötzschenbroda. Sind wir auch viel zu spät, aber ich glaube, auf die Zeit brauchen wir gar nicht mehr achten. Denn
dass wir jemals nochmal pünktlich kommen, weil dieser Pfad ist, also pünktlich im Sinne von, dass wir vor der angegebenen Zeit da sein sollen. Wir sind ja noch im pünktlichen Bereich prinzipiell, wobei wir sind 5 Minuten, also so, ne, wir müssten 48 da sein, um pünktlich zu sein, also wir sind jetzt auch schon hier im verspäteten Bereich. Aber gut zu wissen, dass die Baureihe 143 relativ gut bremst. Und ich dementsprechend auch ein bisschen später reinbremsen kann. Weil ich mich jetzt wahrscheinlich, weil ich es genau gesagt habe, jetzt verbremse. Ah, okay. Ich bin, glaube ich, doch immer noch ein bisschen zu stark auf der Bremse. Zu Beginn vor allem. Ah, wieder verbremst. Na, passt doch, oder? Machen wir einfach mal so, geht ein bisschen flotter. Aber ich bin echt verwundert, dass meine Friedrich Goldmedaille nur, man muss ja wirklich sagen, nur im einstelligen Bereich ist. Also für eine Goldmedaille hätte ich schon eher gedacht, dass es halt so nach dem Motto ist, okay, wenn du 80-90% der maximalen Punktzahl erreichst, kriegst du die erste Goldmedaille. Also eher so im 85% Bereich. 80+% Bereich. Aber ist ja scheinbar nicht der Fall. Was ja zumindest in dem Fall dann ein Vorteil ist, dass ich jetzt hier doch eine Goldmedaille habe. Einfach nur beschissen gefahren und ja, die Verspätungstabelle ganz anders gefüttert habe. Aber okay. Raus und mit Zugbremse 2 wieder reinbremsen. Ich denke mal, Zugbremse 2 wird sogar ausreichen, um gut in den Bahnhof reinzukommen. Wobei Zugbremse 1 wird sogar schon ausreichen. Wenn ich mir das so angucke. Zumindest um für den anfänglichen Halt. So stärker reinbremsen kann man hier immer noch. Vor allem, wenn man erst schwach reinbremst. Wenn man mit einer Schnellbremsung reinbremst, dann hat man nicht mehr viel Spielraum. Hä? So, verriegeln. Und Bremsen vielleicht nochmal ein bisschen lösen. Und dann Leistung aufgeben nach Radebeul Ost. Und dann sind wir schon in Haltestellen von Dresden.
bisschen Fahrt. Die ich jetzt vor mir habe. Ich weiß jetzt ein bisschen Fahrt, also ein bisschen Fahrt werden wir hier nie haben, weil es einfach so sehr nah aneinander sind, ist. Ich weiß doch, sind, passt doch. Sind da schließlich alle Stellen. Jetzt kann ich nämlich wieder stärker reinbremsen, weil ich ne, anfänglich sehr seicht, genau, sehr sanft reingebremst habe. Dann müssen wir wieder lösen für später. Und Türen wieder verriegeln. Und wieder beschleunigen auf 120. Nächste Halt ist dann Dresden-Trachau. Ich bin ja mal gespannt, ob man wirklich da was in der Verspätung von Lernkurve hier auf dem Nahverkehr Dresden erkennt. Ist ja auch das erste, quasi die erste Rush-Hour-Strecke, die ich fahre. Von daher muss man das vielleicht auch in der Berechnung noch mit einfließen lassen. Okay, wobei ich bin einmal auf einen Commuter gefahren. Aber das war's dann auch. Aber dementsprechend hat trotzdem noch nicht allzu viel Erfahrung hier auf den neueren, ungewöhnlicheren Schritten. Kann man, glaube ich, so bezeichnen. Oder besondereren Schrecken. Der 442 vorbei. Auch witzig, wie das aussieht, wie die Ampels die Treppe hochlaufen. Das sieht etwas unentspannt aus. Oh, wir sind sogar mal. Wir haben sogar Zeit wieder ein bisschen gut gemacht. Türen verriegeln. Bremse vergessen zu lösen. Bremse ist noch nicht ganz draußen. Immer noch nicht. Jetzt aber. Dann erhöhen wir mal auf. Ah, ich mach mal auch schon mal auf 70. Nächste Halt ist in Dresden-Pieschen. Gehen wir mal auf 80. Gehen wir einfach mal auf 80. Auf die 70 können wir immer noch nach Dresden-Pieschen gehen. Aber ich gehe einfach mal auf die 80 aufgrund des gelben Signals. Kommt jetzt der Test meiner Theorie? Oder nicht? Das ist hier die Frage. Oder kommt das erst danach? Nach Dresden-Pieschen. Ich
Ich glaube eher letzteres. Es kommt nach Dresden Pieschen. Doch sagen, ganz in Ordnung reingebremst, ne? Also ich bremse, würde ich behaupten, deutlich besser mit der 143 als mit der 766. Aber wie gesagt, das liegt einfach daran, weil ich den Delay nicht mehr einbrechen habe. Weil ich das bis dato noch gar nicht so wirklich realisiert habe, dass es halt einfach jetzt mittlerweile einen Delay gibt. Und ich glaube, der Delay ist halt auch so das eventuell das Gröbste. Kommt es noch nicht ganz raus, immer noch nicht ganz raus jetzt, aber hallo? Auch das gröbste Problem, weswegen ich hier immer die ganzen Zwangsen bekomme. Der Delay, oder dass ich dann halt zu früh das mache und dann dadurch halt dann einen Cooldown habe oder so in der Art. Ich habe keine Ahnung. Aber dafür davon jede Menge. Die haben wir jetzt. Da fahren wir auch nicht drüber. Das heißt, wir sind auch schon unter 85 Kilometer pro Stunde. Jetzt geht's los. 1, 2, 3. Wir haben ein rotes Signal. Und wir sehen, toll. Bremse schon mal runter. Auf 25 wegen des roten Signals. Falls wir jetzt noch ein. Wobei wir hatten nicht mal einen 1000 Hertz Magneten. Fällt mir mal auf. Überraschenderweise. 1, 2, 3. Aber es liegt vielleicht auch daran, weil wir kein PZB und kein Ziffer mehr anhaben. Hä? Wie sieht das denn jetzt aus? Hä? Oh lol, ich bin lost. Ja, es ist beim Wechseln vom Führerstand eventuell wahrscheinlich vergessen, wieder zu aktivieren. Schon mal anderen deaktiviert. Ja. Löppt. Weil löppt anders. So, was haben wir dafür Riegeln? Und warten auf Einlass.
Nächste Halle wäre dann Dresden Neustadt. Und da wurde es immerhin gelb. Bergab vom Gefühl, geht es bergauf. Okay. Irgendwann mal nur auf 60. Eins, zwei, drei. Hat ja super geklappt. Auf 1. Ah. Ja. Jetzt bin ich auch schon wieder im orangen Bereich, was die Verschrittbildung angeht. So weit entfernt. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, da hatte ich nicht mal auf dem Schirm, besser gesagt. Was wäre jetzt etwas näher dran? Mal nur mit 60. Da regnet es wieder, aber seitdem ich jetzt das Mikrofon an habe und so, hört man es auch nicht mehr. Und
aufgrund des roten Signals. Okay, jetzt haben wir neben ein rotes Signal, dann kann ich jetzt wieder weiterrollen. Wir meinen 30. Hier in. Oh. War das zu stark? Es war ein bisschen zu stark, aber egal. Links wieder verriegeln. Bremsen lösen. Und wieder erhöhen auf 60. Haben wir nochmal, verhalten wir nochmal in Dresden-Freiberger Straße oder nach. Oh, nicht auf 60, auf 40. Wir sind ja schließlich noch im Wechselblinken. Und die 40 sind auch ausgeschildert. Oder angeschlagen. Halten wir uns auch daran und fahren die schon. Schön, wenn man ein gemischter Güterzug der uns entgegenkommt. Also 9000 Punkte, ne? Also das ist echt schon wenig für eine Goldmedaille. Ja, ein bisschen zu wenig dafür, dass es eine goldene ist. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Wieder 50, okay. Alles klar, Gewitter. Das kommt jetzt aber echt überraschend. Wieder verriegeln. Ja, okay, jetzt zieht aber südlich dran vorbei, deswegen bekomme ich das auch mit. Insel lösen. Warten, bis der gelöst ist. Aber ich denke mal, dass die Zugrichtung noch dieselbe ist. Ja. Zieht weiter. Ja gut. Ja, Südwest-West. Aber auf alle Fälle südwestlich vorbei. Ist alles in Dresden Hauptbahnhof. Ich bleib mal bei den 40. Einfach deswegen. Einfach weil ich es kann. Kann ich auch nicht so schnell fahren. Gut, das heißt, es geht bergab, aber so jetzt gerade in diesem Fall. Jetzt haben wir hier die 50.
die Leistung wieder rausnehmen. Runterbremsen. Auf ungefähr. Ich sehe auch noch bergauf, da kann ich ja wieder die Bremse lösen. Macht ja wahrscheinlich sogar die. Der die Schwerkraft übrig ist, dass ich runter auf 25 komme. Dann muss ich nur noch den Halt abbremsen. Was ich halt jetzt machen kann. Ah, halten wir gut, ja. Bei der Haltetafel, perfekt. Was will man mehr? Ein Punkt mehr. Die vier. Wow. Gute Arbeit, damals sind all ihre Aufgaben an diesem Morgen hier abgeschlossen. Sehen wir uns an, wie sie sich abgeschnitten haben. Besser nicht, einfach nicht hingucken. Achievement Unlocked, DRA Fellowship. Wie gesagt, es gab eine Goldmedaille. Neverkehr Dresden, Achievement Plus. Ja, mittlerweile Level 10 insgesamt, jetzt auf dem neuen Profil. Gab ganz gut Punkte. Level 7 auf der Verkehr Dresden, Level 4 in der 7662 und bin der BR143. Das Ganze hat sogar 1,5 Minuten weniger gedauert. Zumindest jetzt die Fahrt. Davor hatten wir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen. Also wahrscheinlich wären wir sogar wirklich bei. Aus Video ist definitiv länger als 80 Minuten. 35,5 Kilometer zurückgelegt und 19.916 Punkte. Dementsprechend eine Goldmedaille. Schauen wir uns mal an. Haltegenauigkeit 1,69 Meter scheint die beste zu sein. Nee, Radebeul Ost Gleis 2, der 15. Stopp mit 0,317 Meter. Nicht schlecht. Genau, eine Goldmedaille gab es auch. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Transformers 2 Video wieder oder im anderen Video hier auf dem Kanal.